Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Hatschu! Hatschu! Ja, hallo. Letztes Mal haben wir ja hier die Kava-Mission zu Ende gebracht. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Bei der Weile haben Sie mich gefragt, ob ich wüsste, warum ich das mache, warum ich zu diesem Scheißplaneten kam. Ich will das nicht mehr aufnehmen, das Spiel. Es gibt einen Preis für das, was ich getan habe, Isaac, und ich werde dafür sorgen, dass er bezahlt wird. Die sind immer noch da, ey. Ich hab grad, die waren jetzt weg. Aber nein. Wir sind immer noch da, wir sind schon Soldaten. Öde. Ich hab immer noch so viele fucking Schuss, ey. Das ist unglaublich. Wir müssen. Wo müssen wir lang? Wir müssen da lang. Ah. Hm. Sieh mal einer an. Ach, wir müssen noch einen Rosetta-Teil finden. Jo. Wir haben erst zwei gefunden. Das letzte fehlt. Whipcore. Whipcore. Oh, hi. Ein Geist, ein Körper? Was? Hast du nicht gehört? Ja, habe ich auch gehört. Bei mir gerät gerade ein bisschen die Party ab. Könntest du mal kommen? Ja, ich habe gerade den Superbot losgeschickt. Entschuldigung. Ich komme, Schnuggi-Putzi. Oh. Wart auf mich! Lass die Party nicht ohne mich so steigen. Da bin ich! Hallo! Boah! Da werde ich gleich herzlich begrüßt. So. Na? Lol. Lol! Lol! Hä? Wo konnte man den Sucherbot denn loslassen? Bei mir ist hier rechts ein Signal. Wir müssen nach oben. Da müssen wir gar nicht lang. Können wir sowieso nicht. Na. Oh, Unitology Artefakt. Oder was das war. Sieh mal einer an. Jetzt kann ich hier noch einen hinsetzen. Du Hacker! Konnte jetzt hier zwei hinsetzen, oder ist es jetzt bei dem einen so, dass er nichts findet? Pff, ich verstehe das nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Kommst du zurück? Ja. Und mache ein bisschen Frühsport. Genau wie ich. Guck mal, hallo! 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 Ne, ein bisschen so gegen die Kiste lehnen, Leute. Das ist ziemlich guter Frühsport, ja. Isaac Art. Also, kann er nur empfehlen. Und ich natürlich auch. Wo bist du? Ich bin so... Na. Egal. Ich komme hier schon. Oh, ja, wie wir mal wieder geil ineinander standen, ne? Ja. Voll episch, Alter. Richtig episch. Es ist jetzt gleich 2 Uhr. Ich muss morgen um 10 aufstehen, das wird ein Spaß noch, ey. Ich nicht. Ne, oder noch früher, 10 ist hier, ja gar nicht. Hier sind doch eingefrorene Leichenteile überall. Ja, ich glaube, es sind aber nicht die richtigen. Oh komm, ey. Aua. Was? Wie viele? Alter! Warum bist du gestorben? Weil da so viele waren, Alter. Da waren 3. Medipick? Habe ich doch benutzt.
Hat er keins mehr. Was? Ja, ich hab wie viele? 6 Medikits verbraucht an denen. Der hat mich die ganze Zeit angegriffen, die Nutten. Lol. Halt die Schnauze. Boah, Alter! Fick dich doch mal! Weg mit dir! Diesmal haben wir es, glaube ich, geschafft. Ab. So, jetzt aber. Oh, noch ein Artefakt. Aber ach, auch viele Artefakte. Drauf. Ich glaube, es war ein Scuff-Artefakt. Die extrahierten Eiskerne sind spektakulär. Das Eis ist nicht in einem berechenbaren Muster geschnitten. Was geschichtet, wie man es nach Millionen von Jahren gradueller Ablagerung erwarten würde. Stattdessen lässt es auf eine einzigartige Periode großer Umbrüche Folge von einem plötzlichen und dramatischen Klimaumwandel schließen. So unmöglich es auch sein mag, aber ich glaube, der Planet hat an einem einzigen Tag eine Eiszeit durchlebt. Nur wie kann das sein? Mit der Entdeckung, die wir machen, werden neue Fragen aufgeworfen. Glücklicherweise haben uns Dr. Serranos Experimente zur Signalortung einer Pfad gewiesen, der tief unter das Eis führt, und ich vermute, dass wir dort alle Antworten bald finden werden. Bla 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 bla. Hey Mama. Sieht das sowieso kein. Ach doch. Ist ganz cool so. Erfahren, was hier alles auf dem Planeten los war. Ja, nö, ja. Isaac, wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Damit hat er leider, muss man sagen, nicht ganz unrecht. Finde ich persönlich. Kann natürlich für die andere anders sein, aber mir kommt es so vor, als wäre es nicht ganz komplett labil, was er von sich gibt. So. Oh, lecker. So sieht aber auch cool aus mit dem Eis. Also, das könnte ein bisschen höher aufgelöst sein. Das ist schon ziemlich gar nicht so schlecht gemacht, aufgelöst. Weil es ist ja Eis, das ist sehr hoch gespiegelt. Ja, aber. Sieht nicht schlecht aus. Am Ende ist es doch eh nur eine Textur, die in dem Eis ist und das alles nur so aussehen lässt. Ja, aber es sieht nicht schlecht aus. Nee, aber es könnte ein bisschen höher aufgelöst sein, ganz einfach. Nee, ich glaube, der Engine. Ich glaube, mehr kannst du aus der Engine nicht mehr rausholen. Also nicht mehr sehr viel. Also das, was sie jetzt da rausgeholt haben, die Engine ist uralt. Die ist ja noch von Dead Space 1. Ja. Und noch älter. Klar. Das ist ja, finde ich ja schon beeindruckend, dass sie so gut aussieht. Ah, Gott sei Dank, ich habe gerade eine... optionale Mission erhalten. Boah, da müssen wir die noch wirklich machen. Die Mülldeponie entdeckt. Erkunden. Wollen wir die noch wirklich machen? Wir müssen zurück. Boah, wollen wir die wirklich noch machen? Wir haben genug Stuff. Diese Story-technisch bringt die uns wahrscheinlich auch nicht weiter, weil wir haben die einfach so gefunden. Oder irgendwelche anderen interessanten Fakten wird die wahrscheinlich auch nicht bringen. Also müssen wir die wirklich machen? Ich denke mal einfach der Vollständigkeit halber. Hast du wirklich Bock drauf? Ja, komm. Na, okay. Ich mein, Bock ist was anderes, aber
kommen. Ja, gut, okay. Ich meine, wenn das Spiel, wenn das Spiel schon so kurz gemacht ist, warum soll man es noch kürzer machen? Weil halt sowieso wieder nur das gleiche ist. Ja und? Ja, ich will ja nicht das gleiche spielen, das ist ja auch blöd. Ist ja nicht immer das gleiche. Das ist ja hinauszögern, das Spiel dann ja sogar. Scheiß drauf. Komm, lass uns keinen Spaß haben. Scheiß drauf. So ist ja auch nicht, wir haben ja Spaß. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Ich geb Gas, gegen die Mauer. Ups. Da war keine Pappmauer, da war eine Stahlmauer. Wer hätte es gedacht? Noch ein Fahrstuhl. Geil elektronisch. Richtig geil elektronisch. Na, ah, siehst du? Storage Hall, Workshop und Engineering. Ja, dass es optionale Mission ist, haben wir auch begriffen. Oh, hi. Hi, hi, hi. So. Oh, da lebt ja noch einer. Der Kollege lebt ja noch, ne? Oh, lol. Da mach ich mal weg den Kollegen, der stört noch. Ja, der oh, hast du recht. Oh, oh, oh. Textlog. Von Kohl J. Gaskell an Gen S. Mahat. Betreff Entsorgung gemäß ihrer Befehle sind die Gänge voll mit allen Forschungsunterlagen, biologischer Proben und Laborausrüstung, die wir finden konnten. Die Verbrennungsanlage sind bereit, ich warte nur auf ihr Kommando, sie einzuschalten. Immer noch kein Zeichen von Serrano oder Rosetta. Serrano holt sich gerade einen runter. Der ist gerade hoch beschäftigt. Mit wissenschaftlichen Dingen. Weg mit dir. Penis. Ey, wenn man den anfackelt, ne? Warum der nicht in die Luft fliegt? Ich verstehe es nicht. Das gibt irgendwie keinen Sinn. Naja. Warten auf ihren Partner. Was? Ich hab noch gelootet und gelevelt. Oh, es hat spannend, du Alter. Ich kann es gar nicht mehr aushalten. Boah, ich piss mir gleich vor Spannung in die Hose, ey. Wie geil das klingt, wie eine Monatsäge oder so ein. Nee, warte. Ich hab den Namen vergessen. Ja, Motorsäge. Nein, nicht Motorsäge. Rasenmäher, genau. Wenn du so ein Rasenmäher startest oder so. Ja, das klingt genau wie eine Motorsäge. Au! Stirb, Bastard! Fuck. Fuck. Wo bist du? Wow. Viel Spaß da oben, ne? Ja. Ziemlich viel Spaß. Komm auch mal. Hallo Freunde! Und? Hui!
Du machst das, ne? Das mach ich immer, ja. Auch cool, wenn es direkt startet in der Ausgangsposition. Also in der Endposition dann. Die verschwinden die einfach. Wie ist das denn? Ah, oh, guck mal hier, Jacken. Boah, geil, Junge. Alter, lass mal auf eine Gang machen, Junge. Die immer fast die gleichen Klamotten anhaben. Ja, ich würde sagen, da können wir nicht rüber, ne? Halt unten durch. Mach mal Platz, danke. Na, das ist ja unser Lieblingsspiel. Ne? Aua. Mama, Pause. Ey. Ey. Lol. Kommen Sie her und helfen Sie mir. Hilfe. Ja, ist voll die geile Mission. Ich merke jetzt schon, vom Stuff her wird sich das total lohnen. Ich habe noch ein Medikit. Ich habe keins. Ja, das ist tut es jetzt funktionieren? Ja, die Brücke ist da. Das hat sich jetzt total gelohnt. Hm. Vielleicht bekommen wir noch was Cooles. Und dann sagst du so, ey, auf dem Müllhalter haben wir jetzt sau geiles Zeug. Ja, werde ich mit Garantie sagen, das wird meine Medik jetzt total ersetzen. Das waren meine besten Freunde. Ja, Quatsch. Wenn man es eigentlich bedenkt, ne? Eigentlich müsste er sich ja mit den Medikits irgendwie einreiben, oder nicht? Ja, klar. Aber das tut die Rick für ihn. Ah. Mein Guck mal, Anzug. Unten an der Rick ist immer so ein Teil. Wenn du kein Medipack hast, dann blinkt das rot. Und das ist das Teil, was das dann über deine Rig, weil deine Rig hat ja verschiedene Arme, die geht ja über deinen ganzen Körper. Mhm. Und dadurch verteilt dieses dann. Und tut es dann in deinen Körper wahrscheinlich sogar noch einbinden. So, aber hier an der Leiter sage ich erstmal bis zur nächsten Folge bei Let's Play Dead Space 3.